Was geht ab, Leute? Ich habe heute etwas sehr, sehr Aufregendes vor. Ich habe mir bestellt, oh mein Gott, ich wünsche mir so sehr, dass ihr es noch nicht kennt, von Pravana die Vivids Mood Color. Das ist Haarfarbe, die sich je nach Stimmung ändert. Ihr kennt ja Stimmungsringe zum Beispiel, ne? Da sagt man ja auch, das ändert sich nach der Stimmung, aber das ändert sich ja nicht nach der Stimmung, das ändert sich ja nur nach der Temperatur. Und genau so funktioniert dieses Zeug. Das ist Haarfarbe, die in einem warmen Umfeld eine andere Farbe hat als in einem kalten Umfeld. Und ich wollte das so gerne mit euch ausprobieren. Ich habe einfach 120 Euro dafür ausgegeben. Das ist jetzt kein Scherz. Ich habe 120 Euro in meine kleine Hand genommen und habe dafür Haarfarbe gekauft, die nur bis zur nächsten Haarwäsche hält. Und die ich mit meinen Haaren auch nur einmal benutzen kann. Wow. Fangen wir an. Ich habe meine Haare jetzt einfach so gelassen. Ich mag nicht so gerne bunte Haare in Verbindung mit Locken. Jedenfalls habe ich es noch nie in wirklich cool gesehen. Aber es hat halt keinen Sinn gemacht, meine Haare vorher zu glätten, weil ich sie ja gleich mit dieser Creme wieder feucht mache. Also habe ich mir jetzt einfach nach dem Waschen einen Zopf gemacht und ja, so sehen sie dann aus. Das ist der Grund, warum alle Frauen mit Locken immer sagen, ich kenne mir meine Haare nicht. Warum nicht, fragen sich alle. Das hier ist die Antwort. Okay, ich erkläre das kurz. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Lila und Pink. Wenn es in der einen Temperatur ist, ist es lila und in der anderen ist es pink. Dann gibt es Grün und Gelb, Grau und unsichtbar. Wenn es heiß ist, sind eure Haare normalfarbig und wenn ihr in die Kälte geht, dann werden sie grau. Und das gleiche gibt es nochmal mit Tropical Peach und halt normal, eure normale Haarfarbe. Wenn ich jetzt für mich privat diese Haarfarbe benutzen würde, dann würde ich Tropical Peach und Invisible nehmen, weil ich weiß, dass alle peachigen Farben mir sehr, sehr gut stehen und dass ich es cool finde, dass die andere Haarfarbe die neutrale ist, weil ich nicht ganz so ein krasser Typ bin, auch wenn mein Lidschatten anderes sagt. Ich wollte halt mal crazy sein. Aber ich sage ganz oder gar nicht. Das ist mein Motto. Schon immer gewesen. Ich möchte gern euch ja auch präsentieren, wie das alles aussieht. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir auch die anderen Sachen. Ja komm, wir fangen jetzt einfach mal Tropical Peach bis Invisible an. Ich habe mir noch nicht mal die Bedienungsanleitung durchgelesen. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas gerochen, das so gut riecht. Natürlich habe ich keinen Pinsel. Immer professionell. Nein! Nein! Ich habe das gerade auf den weißen Teppich, ist mir das getropft. Okay, es ist ja jetzt theoretisch kalt hier. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Haare trocken föhnen werde, theoretisch müssten sie dann zu meiner Naturhaarfarbe werden. Oh mein Gott, sie verschwindet! Seht ihr das? Sie verschwindet einfach! Warte, könnt ihr das sehen? Sie ist einfach weg. Sie ist weg. Wie cool wäre das, wenn das andersrum wäre? Wenn ihr immer eure normale Haarfarbe hättet und dann kommt aber irgendwas Warmes oder die Sonne scheint auf eure Haare und dann werdet ihr pink. Das fände ich noch viel cooler. Pravana, könnt ihr das machen? Das ist verrückt. Ich bin ein Zauberer. Ich kann zaubern. Oh mein Gott, guck mal, ich föhne hier oben und hier unten werden sie wieder pink. Und jetzt mache ich so. Guck mal hier. Ich würde nämlich gerne noch eine weitere Farbe benutzen. Das macht Spaß. Das kann ich für immer machen. Ja. Okay, wow. Das ist so abgefahren. Ich kann es gar nicht glauben. Oh Gott, ich habe Angst, dass ich das ausgekämmt habe. Es wird nicht mehr, wenn es kalt wird. Habe ich hier was Kaltes? Sonst hole ich gleich was aus dem Eisfach. Ich hole mal gerade was aus dem Eisfach. Ich muss jetzt überprüfen, ob das Pink noch funktioniert. Hey, wer wollte sich nicht schon immer mal mit einem Topf die Haare abkühlen? Oh, es ist schon pinker geworden. Das ist der Hammer. Okay, wir haben jetzt hier offensichtlich eine violette Strähne. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin in der Zukunft. Bei den Tributen von Panem. Alles hat seine Zeit und das hier ist etwas aus der Zukunft.
Und ich habe es. Oh mein Gott, die glücklichen Kinder der Zukunft. Wenn ihr das zu Hause nachmachen solltet irgendwann, dann macht das bitte in schöner, okay? Ich sehe aus wie so ein schlecht gefärbter Punk. Das ist jetzt halt ein Versuch. Das ist das nächste Mal kann ich das schön machen. Jetzt ist es nur um zu gucken. So, Lime Green to Sunny Yellow. Woohoo. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Okay, wow, das ist der Beweis dafür, dass ich definitiv zu früh zu Friseur muss, weil meine Haare zu gelb sind. Das Gelb ist einfach 1:1 meine Naturhaarfarbe. Das ist ein Scherz. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich habe so viel ausgekämmt davon. Und ich möchte jetzt noch ein schönes Ergebnis. Und deswegen werde ich meinen absoluten Favoriten, und zwar Cool Violet to Warm Pink, werde ich jetzt noch einmal anmischen. Ich mache jetzt alles. Los! Wir machen jetzt alles. Ich sehe ganz, ganz viele Dollars, die in diese Schüssel reinfließen. Ey, komm, wir machen das jetzt überall hin. I don't care. I don't care. Ah! Hey, wieso hast du dir denn die Haare nur vorne gefärbt, Jaco? Das ist ein Geheimnis. Das ist aber schön. Okay, ich habe alles Farbe auf dem Kopf. Ich nehme jetzt den Föhn und dann gucken wir mal, was passiert. Woohoo! Woo! 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 Das ist Wissenschaft. Das ist Wissenschaft. Das hat bestimmt Sheldon Cooper erfunden. Es ist an dieser Stelle wirklich sehr, sehr traurig, dass es die Love Parade nicht mehr gibt. Ich musste mal einmal kurz was essen. Diese ganze Aufregung hat so viele Kalorien verbraucht. Und noch was Gesundes zum Nachspülen. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht anpacke, weil allein meine Handberührung schon als Wärme ausreicht, um das Zeug zu verfärben. Meine anderen Haare gibt es nicht mehr. Wir tun so, als ob es sie niemals gegeben hat. Ach, die ist nicht kalt genug. Ich bräuchte eigentlich was richtig Gefrorenes, Rundes. Ich finde übrigens Lila gar nicht so schlecht bei mir jetzt. Ja gut, ich bin auch geschminkt, ne? Das macht ja auch immer einen Unterschied. Wenn man ungeschminkt ist, dann sieht man erstmal, wie der Tang eigentlich aussieht. Willst du mal was Verrücktes sehen? Wow. Was? Das ist Hammer, oder? Wahrscheinlich kalt genug, ne? Doch. Doch. Und du kannst auch egal, weißt du? Mein Gott, ey. Ist das krass? Krass, das vegan? Ja. Ja, okay, ich würde mal sagen, das Experiment ist ein bisschen gescheitert, ne? Ja, er ist tatsächlich leider nur dunkler geworden. Sieht aber irgendwie cool aus. Das steht dir. Also, ich würde jetzt einfach mal ganz, ganz frech behaupten. Da ist ein bisschen pink mit. Du hast. Ja, Leute, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Mir hat Spaß gemacht, das auszuprobieren. Es war jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich hatte Bock darauf, das auszuprobieren. Und es war schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, das Zeug ist eigentlich zu teuer, als dass man es sich wirklich schon kaufen sollte. Ich kann es euch trotzdem in der Infobox natürlich verlinken, weil vielleicht seid ihr nächste Woche auf einer Comic-Con und sagt, für mein Kostüm brauche ich unbedingt sowas, egal auch wenn das 1,5 Millionen Euro kostet. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das auszuprobieren. Und falls ihr so crazy Sachen habt, die ihr irgendwie im Internet seht, wo ihr irgendwie sagt so, das ist voll cool, ich würde gerne wissen, ob das wirklich so funktioniert oder so, dann könnt ihr mir das gerne immer schicken, weil auch wenn solche Sachen manchmal ein bisschen teurer sind und man nicht weiß, ob sie wirklich funktionieren, würde ich sie eher bestellen als jemand anders, weil ich es dann in einem Video testen kann. Versteht ihr, wie ich das meine? Wenn ihr irgendwie mal auf was richtig Cooles stoßt, was total verrückt ist oder so, dann könnt ihr mich das gerne mal wissen lassen. Dann kann ich das einfach mal öffentlich testen und dann wisst ihr, ob es das Geld auch wert ist. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns bald wieder.
Ciao, Kakao. Das war jetzt schon ein Zungenkuss. Das heißt, wir sind intim miteinander gewesen. Also ihr könnt jetzt alle sagen, in einer Beziehung mit Jacques Wusch, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr mich wirklich kennen würdet, dann würdet ihr das nicht wollen. Wisst ihr warum? Also zum Beispiel dieses T-Shirt, was ich hier anhabe, das gehört Kevin. Und ich habe das auch, aber ich habe seins angezogen, weil ich mir die Haare färbe und meins dann sauber bleibt.